Hey Leute, ich bin euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur nächsten Let's Collect Folge. Let's Collect FIFA World Cup Katar 2022 German Edition, Numbered Edition. Nennt ihr, wie ihr es wollt, 1798. Leider habe ich nicht die 1996 bekommen. Das wäre aus meiner Sicht für mich das geilste Heft gewesen. Ich habe einige Treasure Boxen ausgepackt. Falls ihr auch noch eine Treasure Box auspacken wollt, sammeln möchtet, die Sticker einkleben möchtet, versuchen möchtet, einen Jamal Musiala Autogramm zu bekommen, Treasure Box ist unten in der Beschreibung verlinkt. Wir gehen rein, 4 Sticker Tütchen, 20 Sticker, let's go und starten mit einem, ja, mit einem auch der schönsten Sticker, muss man sagen, ne? Den WM-Pokal. Dann haben wir Rajkovic, Alter, 3 Shinies in einem Pack, Frankreich 1998, Brasilien 1970 und dann noch Erik Maxim Choupo-Moting. Also 4 Legends in einem Pack. 3 Legends, so meine ich. Kamerun und Serbien. Passt. Passt. Dann geht's weiter mit Costa Rica. Senegal. Ghana, Kanada und Niederlande. So, und Ghana nochmal dahinter. Leute, man muss immer ein bisschen tricky nachdenken. Du weißt, wieso ist Orlando Gallo doppelt? Das kann nicht sein. Ich ziehe heute wieder direkt. Und jetzt habe ich es direkt auch gemerkt. Joe Rodon, Radonjic und Jude ist gut. Jude Bellingham. Okay, dafür ist der auch wieder. Dafür war das wieder ein schöner Pull, muss man sagen. Ein schöner Jude Bellingham, dann haben wir noch Marquinhos aus Brasilien, dann haben wir Brasilien 1958, also die Legend Sticker hier rasieren heute. Aaron Moy, Australien, Wales, das passt noch dahinter, Argentinien auch noch dazwischen und die Schweizer kommen vor da dazwischen. So, also heute nicht 20 einkleben, sondern dementsprechend 19, vielleicht haben wir sogar noch einen doppelt, dann ja, dementsprechend 18 oder so. Aber ich denke nicht, dass wir jemanden doppelt haben. Nur halt Gallo, der am Anfang schon quasi doppelt gewesen ist, wo ich es direkt gescheckt habe, ey. Der ist da irgendwie zweimal drin. So. Haben wir die Nummer 2. Den WM-Pokal. Pokalchen. Die Pokalchen. Und der klebt wie eine 1. Der klebt wie eine 1. Das ist ja der helle Wahnsinn. So, Senegal. Mit der 16. Boulalé Dia. Wunderbar. Dann die Niederländer. Netherlands, Steven Bergwies mit der 10. Zack. Dann springen wir zu den Engländern und die Engländer haben schon 3 Sticker drin. Mashallah. Könnte sogar die anführende Mannschaft sein. Kann das sein? Kann das sind? Ich weiß, das ist falsch formuliert. Ich mache das mit Absicht. Bevor ihr jetzt reinschreibt, oh Dennis, bist du doof. Kann das sind ist falsch. Ich weiß, dass das falsch sein tut. So, Wales. Joe Rodon. Mit der 10, der kommt da oben. Neben Neco Williams. So. Ich will bloß keine Seite hier zerknicken. Ich muss immer vorsichtig sein, wenn ich mir meine Hand so aufs Album packe. Könnte sein, dass ich dann irgendwie so ein Eselsohr reindrücke, was nicht optimal wäre. So, Petzella, Aaron Moy. Dann müssen wir ein bisschen nach vorn. Nämlich zur Gruppe D, zu Frankreich. Und da kommt dann Aaron Moy auf sein Plätzchen. Plätzchen Nummer 15. Wunderbar. So, dann Costa Rica.
Costa Rica mit der 13. Orlando Gallo. Drin ist er. So. Dann sind es auch schon wieder nicht mehr so viele Sticker. Es ist Junior Hoylett, Kanada. Und nee, leck mich am Arsch. Marquinhos lacht mich da einfach an. Ich kann ja auch meine Seite machen, nur mit Marquinhos-Stickern. Oh mein, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zwei doppelt. Und wir haben, das ist die, was ist, welche Folge ist denn das? Die dritte, vierte? Dritte, ne? Traurig. Das ist wirklich traurig. Ja, das ist traurig. So, Rajkovic. Rajkovic ist drin, dann noch die Schweizer und dann müsste es... So, was denn, Großer? Erstmal ein Schlückchen aus meinem Vita-Bait. Ich habe so eine Krawatte. Also das ist wirklich frech. Das ist jetzt ehrlicherweise wirklich, wirklich frech. Fatawu. Abdul Fatawu. Easy peasy. So. Dann 1958 Brasil. Easy. Und 1998 müssen wir auf die nächste Seite, aber Brasilien könnte. Ne, Brasilien auch hier. Brasilien auch hier, Frankreich auch hier. Wunderbar. Also die Timeline-Sticker machen wir hier komplett. Also nicht ganz, aber schon geil, dass wir heute drei hier einkleben können. Oder drei einkleben konnten, muss man ja ehrlicher und korrekterweise sagen. FIFA World Cup 23 Brasilien 1970 gegen die kleinen Italiener. 4-1 gewonnen, Brasilien. Das war's. Das war's mit unserem 1798 Heft. 1798. Wunderschönes Produkt. Wunderschönes Produkt. Ich sag's immer und immer wieder. Und ich werde es auch in Zukunft immer und immer wieder sagen. Das beste Heft, was es gibt. Das beste Heft, was es gibt. Also, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.